Ich habe gerade zufällig, es gibt ja keine Zufälle, auf YouTube ein kleines Video entdeckt, das nur 3 Minuten dauert, und zwar das Museumstag-Video. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch The Big Five for Life, was wirklich im Leben zählt. Und habe jetzt so ganz spontan die Kamera angemacht, weil ich dachte, ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich verlinke euch auch das Video hier in der Infobox. Weil ich war von diesen, es dauert nur 3 Minuten, ich war wieder so berührt davon, wie sehr wir doch so in unseren Mustern agieren und uns nicht trauen, unser Leben zu leben und unser Leben uns nach unserem Herzen einfach zu gestalten. Das Museumstag-Video, vielleicht hast du schon mal was davon gehört, dass man sich vielleicht schon mal so aufschreiben soll, wenn man 80 ist oder keine Ahnung, 85 Jahre und dann so zurückblickt auf sein Leben, was man im Leben versäumt hat oder was man gerne anders gemacht hätte oder überhaupt auf sein Leben zurückschaut, um da so ein bisschen Informationen draus zu ziehen, zum jetzigen Zeitpunkt etwas im Leben zu verändern. Und letzten Endes geht es bei diesem Museumstagsvideo um nichts anderes, es ist nur ein anderes Beispiel, das das Ganze nochmal verdeutlicht. Und zwar soll man sich da einfach vorstellen oder kann man sich vorstellen, dass das eigene Leben ja in Form eines Museums quasi dargestellt wird. Dass es also verschiedene Kategorien in diesem Museum gibt und ja, dass man so auf sein eigenes Leben quasi schaut, wie wenn man in einem Museum unterwegs wäre und da einfach mal schaut, welche Bilder, welche Filme sind da ausgestellt, welche Szenen sind da ausgestellt und sind das wirklich die Szenen, auf die man gerne drauf schaut. Das hat mich doch wirklich sehr berührt, denn es läuft da, wenn man sich das anschaut, auch so ein innerer Film ab, gleichzeitig zurückblickend auf das eigene Leben. Und ja, wenn du mich schon längere Zeit hier auf diesem Kanal oder wenn du mir schon längere Zeit hier auf diesem Kanal folgst, dann hast du vielleicht auch das Video von mir gesehen. Ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst und habe 12 Jahre nebenbei die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst ja, geführt und hatte einfach nie den Mut, mich da wirklich zu verabschieden, bis ich dann letztes Jahr so ein paar wirklich, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Lichtblicke hatte, wo immer wieder bei mir so, wie so ein Museumstag, ohne dass ich dieses Wort dafür damals hatte, ins Bild kam, was ist, wenn ich zurückblicke auf mein Leben? Das war plötzlich alles so lebendig und dann habe ich immer stärker so die Information gekommen, ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich jetzt weiterhin vielleicht bis zur Rente noch in 10 Jahren zweigleisig diesen Weg gehe und irgendwo hingehe, wo mein Herz überhaupt nicht dranhängt, sondern nur hingehe, weil Summe X am Ende vom Monat auf mein Konto automatisch erscheint und das, was mir am Herzen liegt, nur mit halber Energie verfolge. Denn meine volle Energie konnte ich diesem Projekt der Mentalpraxis ja nicht widmen. Und dann habe ich letzten Endes die Entscheidung getroffen, habe gekündigt nach 30 Jahren und bin jetzt seit 1.7. ja, komplett selbstständig. Und ich kann dir nur eins sagen: Auf wundersame Art und Weise merke ich jetzt einfach, wie immer mehr das Leben, das Universum, eine höhere Instanz, welchen Namen man auch immer dieser Energie geben möchte, in Bewegung kommt, wie immer mehr Türe und Tore sich öffnen, die ich einfach mit meinem Verstand auch nie hätte kreieren können. Letzten Endes ist es nicht das, oder letzten Endes ist es im Grunde genommen genau das, was ich immer so auch in der Mentalpraxis predige, was ich meinen Kunden, meinen Klienten weitergebe. Aber ich habe so die letzten 10 Jahre dann nicht authentisch gelebt. Und das war auch mit so der Aspekt letztes Jahr, wo ich mir gesagt habe, entweder gehe ich jetzt wirklich authentisch den Weg meines Herzens, habe Vertrauen ins Leben und beobachte, wie das Universum in Bewegung kommt und da Dinge sich eröffnen. Oder es geht eben schief. Aber in Deutschland kann man ja letzten Endes auch nicht verhungern, man wird immer irgendwo aufgefangen. Und
deshalb mache ich jetzt so ganz spontan dieses Video hier, weil ich dich einfach dazu ermutigen möchte. Schau dir mal diesen Film an. Ich verlinke ihn dir, wie gesagt, hier in der Infobox. Und lausch mal mit dem Herzen hin. Schau mal, wie es dich berührt. Und mach dir einfach auch mal bewusst, auch du, ganz gleich, in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest, bist der Schöpfer und Erschaffer deiner Lebenswirklichkeit im Außen. Und wenn es da jetzt noch Bereiche in deinem Leben gibt, wo du nicht dein volles Potenzial lebst, wo du nicht überwiegend die Dinge machst, die dir am Herzen liegen, wo du vielleicht auch noch einem Job nachgehst, wo du morgens nur hingehst oder mittags oder ganz gleich zu welcher Zeit du da hingehst, des Geldes wegen, dann mach dir bitte mal eins bewusst, das ist alles ein Glaubenssatz, ein tief verankerter Glaubenssatz. Und nach diesem Glaubenssatz handeln wir. Und nach diesem Glaubenssatz erschaffen wir, jeder von uns, ausnahmslos im Außen unsere Lebenswirklichkeit. Und diesen Glaubenssatz kann man aber jederzeit verändern. Genauso wie ich glaube, ich kann mir das jetzt nicht leisten, weil, oder ich muss zur Arbeit gehen oder einem Job nachgehen, der mich nicht wirklich erfüllt, wo ich nur hingehe des Geldes wegen. Also wenn ich mich mal frage, würde ich morgen früh in die Firma gehen, wenn ich am Ende vom Monat eine Summe X dafür bekäme und dann ein klares Nein kommt, dann sind das Dinge, könnte man in Frage stellen, sollte man in Frage stellen. Und das ist jederzeit zu verändern. Du kannst jederzeit dich auf den Weg deines Herzens machen. Es ist nie zu spät. Es ist wirklich nie zu spät. Der richtige Zeitpunkt, etwas zu verändern, ist immer jetzt. Ich möchte dich natürlich, wenn es um den Job geht, nicht dazu animieren, wenn ein klares Nein kommt, dass das nicht zu 100% das ist, was du machen möchtest, die Kündigung jetzt zu schreiben. Sondern ich würde dich da eher dazu inspirieren, so wie ich es auch gemacht habe, dir auch nebenbei schon mal was aufzubauen, überhaupt mal an deine Gaben, an dein Potenzial heranzukommen, das herauszufinden, was dein Herz wirklich möchte, und dich dann auf den Weg zu begeben. Und dann kannst du immer mal noch eine Weile zweigleisig fahren, sozusagen. Das müssen keine 10, 12 Jahre sein, so wie ich das gemacht habe. Und nimm dir dann unter Umständen auch einen Coach, auch Hilfe an deine Seite. Es gibt ja da außer mir eine Vielzahl von Menschen, die in der Richtung ja auch authentisch unterwegs sind und auch dir zum Beispiel dabei helfen möchten, deinen Weg zu gehen, dein volles Potenzial auf die Straße zu bringen und das Leben dir zu gestalten, so wie es deinem Herzen entspricht. Das ist meine Ermutigung für heute an dich, so ganz spontan hier ins Unreine quasi in die Kamera gesprochen, aber ich hoffe, ich kann dich dennoch im Herzen berühren. Nimm dir jetzt gleich die 3 Minuten Zeit, um dir diesen Museumsfilm, diese 3 Minuten anzuschauen und mit dem Herzen hinzulauschen. Und es ist jetzt Wochenende gleich, vielleicht hast du ja dann am Wochenende mal ein bisschen Muße und Zeit, mal so ein bisschen dein Leben Revue passieren zu lassen und dir neue Ziele zu stecken, eine Zielcollage zu machen und mal anfangen zu träumen und die Träume weiterzuleben, die du als Kind hattest. Und dich dann auf den Weg deines Herzens auch zu begeben. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, schick dir eine herzliche Umarmung und hab Mut, auch deinen Weg zu gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss, deine Irmgard.